Und theoretisch hätten wir südlich von hier auch noch eine komplette Route, die wir abklären könnten, aber ich glaube, jetzt machen wir erstmal die Arena, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Die Schweigebrücke die drei Routen, die darunter noch angrenzen. Ich kann jetzt das Silfcook-Gebäude machen. Okay. Also es gäbe einen Grund, warum ich das Ding jetzt schon machen würde. Aber genau die Sache ist, dass der einzige Grund, der mich davon abhält, es jetzt schon zu tun, genau dasselbe ist. Also, dass ich an dem vorbei muss. Also ich würde da gerne rein, um mir Lapras zu holen. So weit, so gut. Die Sache ist halt, dass ich, um an dieses Lapras ranzukommen, an meinem Rivalen vorbei muss. Und der hat im nächsten Kampf leider schon ein Level 40 Turtok im Team. Und das finde ich jetzt nicht so toll. Und Dirki kann dann allein mit Rankenhieb jetzt nicht allzu viel ausrichten, wenn ihr das jetzt versteht. Auch nicht, wenn ich ihm jetzt einen Gigasauger von der Erika noch mitgebe. Moment, habe ich das Item da hinten eigentlich dann schon geholt? Anscheinend ja. Das hier habe ich noch nicht geholt. Oh, ich wollte ja eigentlich Kenshi hierfür gar nicht mitnehmen. Ja gut, dann setze ich ihn halt einfach nicht ein. Ich glaube mal, für Veli werde ich ab sofort nicht mehr allzu viel Verwendung haben. Aber man kann sagen, was man will. Sie hat einen guten Job gemacht. Bis jetzt. Aber wir haben unser Team jetzt einfach so gut ausgebaut. Ich habe jetzt... Tut mir leid für dich, Veli, aber ich habe jetzt einfach keine großartige Verwendung mehr für dich. Du hast einen super Job gemacht und auf diese Weise kannst du wenigstens nicht sterben. Es sei denn, irgendjemand anders, es sei denn, ein Haufen andere Pokémon sterben mir jetzt weg und ich bin dazu gezwungen, dich wieder reinzunehmen, weil ich keine besseren Pokémon mehr habe. Volltreffer. Skadi übertreibt gleich wieder. Ultrigaria. Das geht doch genauso schnell tot. Vor allem, weil ich weiß, dass Fensers Entwicklungsreihe jetzt nicht allzu viel aushält. Ich sehe jetzt in dieser Arena überhaupt kein Problem für irgendwas. Ich meine, ich habe vier Pokémon, die Scheiße aus denen rauskommt dann hier. Zwei Flug-Pokémon und ich habe zwei Feuer-Pokémon. Was kann hier schon großartig schief gehen? Ich muss mal direkt ein paar Schlücke trinken hier. Kriegt langsam einen trockenen Hals. Während sich Kadi hier fröhlich durch die ganzen Pflanzen durchschnetzelt. Oh, die
hatte ganz schön viel Geld. Wie viel haben wir eigentlich inzwischen schon wieder? Oh, 15.000 haben wir schon wieder. Ich kann ja danach sogar mal wieder eine Runde einkaufen gehen. Oder ich spare auf den Spukball, den ich ebenfalls für Konchan noch in Planung habe. Konchan muss für mich ja die Psycho-Arena auskontern. Psycho-Arena ist mal ganz nebenbei die, vor der ich am meisten Angst habe. Aber mal schauen. Unser Team entwickelt sich bisher ja recht gut. Und ich kriege jetzt noch ein paar schöne Brocken, die richtig viel Spezialverteidigung haben dazu. Also ich habe jetzt eh schon zwei gute Spezialverteidiger in meinem Team drin mit Ulnuna und Flamara. Das sollte das nicht mehr ein allzu großes Problem sein. Level 32 für Kali. Und da kommt dieser Knosp. Das machen wir immer mal mit Konchan. Konchan hat noch ein bisschen mehr Spezialangriff als Skadi. Folglich macht Konchan das Flammenwurf auch noch ein bisschen mehr Schaden. Pokémon. Na gut, ich gehe mal davon aus, dass wir uns da ähnlich gut durchschnetzeln wie durch den ganzen Rest hier. Ich finde es für die Psycho-Arena hier eigentlich wirklich gut, dass es hier noch keinen Psycho-Shop gibt. Der erst in Gen 5 eingeführt wurde. Sonst könnte ich mit der Hälfte meiner Pokémon nicht wirklich da drin rein, weil weder Flamara noch Ulnuna haben eine gute physische Def. Dieser Knast hält mir immer noch ein bisschen zu viel aus, als dass ich damit in den Schlag rangehe. Ja, wollen wir lieber die harten Geschütze. Wobei es bei dem Levelunterschied, glaube ich, echt keinen Unterschied mehr macht. Dieser Knast ist in der physischen Verteidigung jetzt auch nicht allzu stark. Außerdem haben sie hier auch keinen Evoliten, so wie meines. Okay. Dann die zwei machen wir auch noch. Keine Käfer, keine Feuer-Pokémon. Naja, ich habe zwei Feuer-Pokémon, aber keine Käfer-Pokémon. Dafür aber zwei Flug-Pokémon, also... Ich weiß nicht, vor Käfer-Pokémon braucht ihr hier drin sowieso keine wirkliche Angst haben, weil... Ja... Bis auf einen Tangela, das ihr hier in dieser Arena habt, habt ihr kein einziges Pokémon, das eine... bei irgendjemand von euch hat ein Uwei. Du
Chlor. Sonst sind alle eure Pokémon mit dem Typ Pflanze Gift, mit Ausnahme von einem Tangela und einem Obei. Obei hat zwar eine Käfer-Doppelschwäche und Tangela hat eine normale Käferschwäche, aber insgesamt habt ihr nicht wirklich so die Käferschwäche. So, die will sich schon wieder entwickeln. Das klappt dann eh wieder nicht. Das dürfen wir uns wahrscheinlich jedes Mal ansehen, wenn er ein Level aufsteigt. Schönheit Ramona. Naja, das war die mit dem Obei. So, unsere Pokémon haben keinerlei Schaden bekommen bis hierher. Das heißt, wir machen das einfach. Also dann, Erika. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, komplett eingeäschert zu werden. Aber du musst schon ein bisschen was aufhören, wenn du das besiegen willst, was ich hier dabei habe. Tangela ist auch kein Problem, weil Tangela ist vor allem in der physischen Def gut. In der speziellen ist es eher so lala. So, und damit Konchan hier auch noch was gemacht hat, darf er den letzten machen. Schneller als ein Giflor ist es so oder so. Giflor ist sowieso ziemlich lahmarschig. Da ist sogar Konchan schneller. Wer hat das überlebt? So, jetzt kommt der Hypertrank. Und der Grünonas Flammenwolf hätte dann erst recht überlebt. Okay, war der Zufallswert. So, bis auf eine Stachelspore ist in dieser Arena nichts gegen mich gekommen. So, TM19 Gigasauger. Okay, ich gehe mal nicht davon aus, dass wir noch irgendwelche anderen Pflanzen-Pokémon außer Dirki bekommen, oder lasst mich mal ganz kurz nachdenken. Also, ich kann kein Murapla kriegen, weil das nur in Feuerrot gibt. Satsinia habe ich ja schon. Bisaflor scheidet ja auch aus, weil ich es nicht als Starter genommen habe. Tangela ist sowieso nicht unbedingt meins. Und Owei Kokowei, er müsste mir in der Safari-Zone Glück haben. Ansonsten gibt es noch irgendwo ein Pflanzen-Pokémon, das lohnt sich zu fangen. Ich meine ja tatsächlich, dass das bei Dirki am besten aufgehoben ist. Ist zwar hier erst Stärke 60, und Sorti könnte es auch lernen. Aber gut. Was macht man denn dafür weg? Ich würde eigentlich fast das Schlafpuder für weg machen. Und dann haben wir den Gigasauger. Frustration könnte jeder von euch lernen, ne? Ja. Bringt jetzt aber nicht viel, weil
die meisten von meinen Pokémon haben schon relativ gute Zuneigungswerte und da wird Frustration immer schwächer. Frustration ist so eine TM, die man, wenn überhaupt, am Anfang vom Spiel braucht. Und das bisher einzige Spiel, das es geschafft hat, einem die Frustration zu einem Zeitpunkt zu geben, an dem man sie brauchen kann, das sind Schwarz 2 und Weiß 2. Da ist es nämlich ziemlich die erste TM, die man kriegt, glaube ich. So, aber ich würde sagen, ich habe für heute genug gemacht. Das Offscreen-Training hat ganz schön lang gedauert, was ihr nicht mitbekommen habt. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!